Les deux travaux, ils sont ensemble, tu vois. On voit ça de temps en temps aussi comme une seule objet. Et puis, tout à coup, on voit quelque chose et puis on tourne. Tu vois, ici, il est beaucoup mieux, tu vois. Cette partie-là, je trouve il est beaucoup plus... Que... Ok, mais à la fin... En 2013, nous avons eu une exposition au manoir. La star de cette exposition était un lapin rose au ballon juché sur un citron. C'était une œuvre de Pascal Zeiler. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Pascal Zeiler et que j'ai voulu l'inviter pour une grande exposition au manoir quelques années plus tard. Donc nous y sommes. Ça, je fais à la fin, sinon je corrige 100 fois. Du. Für mich sind eigentlich immer die Arbeiten wichtig, dass ich Sachen zusammenbringe, dass ich verschiedene Blickwinkel ausprobiere und dann versuche, die Objekte zusammen zu platzieren, damit eine Verbindung entsteht. Wichtig ist aber auch, dass ich Gegenstände aussuche, die eine große Distanz eigentlich am Schluss ausüben. Also ein Spargel und ein Schwan, die haben ja eigentlich nicht die Tradition, nebeneinander zu sein, sondern sie versuchen sich dann irgendwann abzustoßen oder sie haben überhaupt keinen kulturellen Hintergrund, warum dass sie zusammen sind. Und genau auf dieser Idee basiert eigentlich meine ganze Arbeit. Ich versuche, diese Elemente so zu platzieren, damit eben eine neue Geschichte entsteht. Aber es hat auch Elemente, die man bis zum Schluss nicht erklären kann. Ich rede da von diesen abstrakten Elementen oder von diesen schwarzen Löchern oder von diesen weißen Flecken und so weiter. Korrespondiert ja eigentlich sehr stark auch ans Leben. Wir haben ja nicht alles verstanden, was hier abläuft. Wir wissen nicht genau, was das Leben ist. Wir wissen nicht genau, was nach dem Leben ist. Wir wissen auch nicht genau der Sinn vom Leben. Und das, denke ich, widerspiegelt sich eigentlich in diesen Arbeiten. Oui, peut-être on peut mettre peut-être le citron quelque chose ou j'ai pensé aussi au petit oiseau. Je fais pas de croquis au préalable de dessin. Non. Après, tu dois mettre ça ensemble. Also ich bin ja eigentlich ausgebildeter Maler. Ich komme von der Malerei und vor 3-4 Jahren habe ich angefangen, auch mit Objekten zu arbeiten. Und meine Idee ist es eigentlich wirklich, diese Verbindungen von traditionellen Sachen neu zu definieren. Die Malerei ist immer noch ein bestimmter Bestandteil in diesen Objekten. Was ich jetzt aber neu mache, ist, ich werde nicht mehr wie früher, habe ich die Skulpturen natürlich in Natur gemacht. Also ich habe ein Stück Sagex oder auch Holz oder was immer genommen und habe dann aus diesen Objekten etwas gemacht. Heute arbeite ich auf kleinstem Niveau, das heißt, ich mache zuerst kleine Maketten, scanne die dann ein, dreidimensional, und lasse die dann über CNC fräsen. Ça c'est maintenant du vois le reste ça là. Ouais. Ça ce qui est ici. 1,20 m. Okay. Ouais. Sie lässt auch gewisse Spuren auf dem Material sichtbar bleiben und ich habe eigentlich wieso die Maschine als letzter Übersetzer von meinen Arbeiten. L'idée d'inviter Carlo Schmitt pour compléter l'exposition est assez vite arrivée sur la table puisque Carlo Schmitt et Pascal Zeiler sont de très grands amis dans la vie. Ils ont un travail qui est vraiment très différent sur la forme, le processus de création est très différent, mais finalement leurs œuvres et la thématique qui sous-tend en fait leurs travaux est vraiment quelque chose de récurrent et de similaire. C'est incroyable, tu vois. Tous les deux déforment le réel, tous les deux nous permettent de questionner en fait la réalité, de la voir sous un autre angle et nous permettent de nous interroger sur un plan social, politique. Die Thematik hat sehr viel mit Werte, mit Haltung, mit Respekt zu tun. Und dann hat es hier auch ein bisschen moralische Themen. Das ist sonst nicht unbedingt meine Kunst ist nicht eine schreiende Kunst, es ist eher etwas leise normalerweise. Aber hier hat es doch Informationen, die in diese Richtung gehen. Das Material ist im Prinzip fast alles Wegwerfmaterial. Es hat auch da mit Ressourcen zu tun, dass man eigentlich da ein bisschen, meiner Meinung nach, haben wir da auch eine Aufgabe. Und zum Beispiel von hier ist das ganze Material, abgesehen vom Rahmen, vielleicht 100 Franken, nicht mehr. Also was ich gefunden habe, um zu Hause, links und rechts von mir, oben, unten oder im Abfall, dann nehme ich das zur Hand und ja, ich schneide einen Karton und dann
dann sehe ich plötzlich, wenn ich das Thema Kreuz habe, wie jetzt gerade zum Beispiel hier, dann sehe ich auch darin irgendwo ein Kreuz und dann mache ich mit dem etwas oder gerade was herumliegt. Ich habe überlegt, so, ich gehe etwas arbeiten im Atelier fürs Manoir. Das war eigentlich die Überlegung, ich muss, ja, oder ich darf Kunst machen. Das ist ja ein Privileg, wenn man Kunst machen kann. Dann habe ich irgendeine Arbeit gemacht und eine zweite gemacht und eine dritte gemacht. Und plötzlich, wenn ich hier im Manoir das aufgehängt habe, habe ich bemerkt, dass das alles so ein Thema ist, auch mit dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt erleben, mit diesen Flüchtlingen, mit diesen Verantwortungen, zum Beispiel mit der EU. Die, ich habe Ballett, Euronormen-Ballett gemacht, die aus Schaumstoff sind, die eben nicht halten, was sie versprechen und die Probleme nicht lösen. Wenn ich zurückdenke, was wir anerzogen bekommen haben und was eigentlich das Wichtigste ist, auch, dass man ein bisschen miteinander anständig umgeht. Und dann habe ich so diese Thematik gewählt.